Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie die automatische Einrichtung eines Routers bei der Telekom abläuft. Als Router haben wir hier den SpeedPort Smart 2. Bei der automatischen Einrichtung ist es nicht notwendig, Zugangsdaten oder Rufnummern in den Router einzugeben. Die Daten werden dabei über den Telekom-Anschluss in den Router geladen und entsprechend eingetragen. Etwas Feintuning ist unter Umständen aber doch noch zu machen. In diesem Video möchten wir einen neuen SpeedPort einrichten. Voraussetzungen für die automatische Einrichtung sind: Ihr SpeedPort wurde auf die Werkseinstellung zurückgestellt oder noch nicht manuell eingerichtet, Ihr Internetanschluss ist bereits freigeschaltet und Ihre persönlichen Zugangsdaten von der Telekom liegen vor. Die brauchten wir in diesem Fall nicht, hat alles so geklappt. Der SpeedPort muss in diesem Fall schon fertig verkabelt sein. Strom ist klar, DSL-Kabel in die Telefondose und Netzwerkverbindung zum Rechner mit LAN-Kabel oder per WLAN hergestellt. Sehr wahrscheinlich zieht sich der SpeedPort als erstes ein Update. Das erkennt ihr an der blinkenden Serviceleuchte. Das müsst ihr zunächst abwarten. Nachdem sich der Router neu gestartet hat, kann es weitergehen. Um auf den SpeedPort zu kommen, gebt ihr in die Adresszeile eures Browsers speedport.ip ein. Hier gebt ihr nun das Gerätekennwort ein. Das findet ihr auf der mitgelieferten Karte oder auf der Unterseite des SpeedPorts. Das ging schnell. Internet und Telefonie sind eingerichtet. Das war es auch schon fast. Hier müssen wir nun auf Weiter klicken. Die WLAN-Einstellung. WLAN ist an, darunter seht ihr den WLAN-Namen und darunter den Schlüssel. Damit verbindet ihr eure WLAN-fähigen Endgeräte mit dem Router. Wir klicken auf Weiter. An dieser Stelle solltet ihr eure Rufnummern sehen. Die Zuordnung wird in den seltensten Fällen passen. Die nehmen wir noch schnell vor. Hier stellt ihr die Rufnummer für das Telefon ein, das ihr an Buchse 1 auf der Rückseite des SpeedPorts angeschlossen habt. Das tut ihr ganz einfach, indem ihr die Haken richtig setzt. Das gleiche gilt hier für die Buchse 2. Auf der rechten Seite stellt ihr die Rufnummern für die abgehenden Anrufe ein. Ich nehme hier die gleiche wie für die ankommenden. Das passende Gerät wählt ihr hier aus. Speichern bitte nicht vergessen. Zum Abschluss auf Weiter. Einstellungen sichern. Wichtige Einstellungen automatisch sichern und wiederherstellen. Ob ihr das tun wollt, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Ich lasse den Haken in diesem Fall drin und klicke auf Weiter. Fertig! Sie haben Ihren SpeedPort erfolgreich eingerichtet. Dem ist nichts hinzuzufügen. Fertigstellen und damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, schaut auf unserem Kanal vorbei oder abonniert ihn, dann verpasst ihr kein Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.